Ja, kaputt gemacht, will schalen. Ja, der Plan ist fast aufgegangen, aber nur fast. Ja, das geht ja mit dem Taschenmesser besser. Boah. Yo, Dienstag, 10. August, immer noch, falls ihr das letzte Video gesehen habt. Vlog 226 rendert jetzt gerade in diesem Augenblick. Und das hier ist Vlog Nummer 227. Herzlich willkommen dazu und viel Spaß, hoffe ich. Ich hoffe, wir haben alle viel Spaß. Aber man weiß das nicht, man weiß das nicht. So, wo ich gerade den 818 sehe, da wollte ich euch noch mal eben was zeigen. Und zwar habe ich, das war zwar schon im letzten Video, während des letzten Videos schon da, aber ich glaube, ich habe es gar nicht gezeigt. Ich habe ein neues Zuchtmaul gekauft, weil ging nicht mehr. Hier ist aber ein niegelnagelneues Zuchtmaul, das auch anständig schnappt und aufgeht. Pünktlich, rechtzeitig, meine ich nicht pünktlich, rechtzeitig vor der nächsten Ernte. Nächste Ernte. Kartoffeln dauern noch ein bisschen, aber Dreschen müssen wir ja nur auch noch ein bisschen warten. Ne? Und ich habe jetzt erstmal für Donnerstag einen Drescher bestellt. Ich hoffe, dass das klappt. Also heute hat man noch wieder Regen, gestern hatten wir Regen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Regenmesser, habe ich noch nicht reingeguckt. Wir werden sehen. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich, dass das... kriegen wir noch? Nee, zu spät, scheiße. Vater fährt gerade los mit dem 716. Schrott wegfahren. So nach und nach wollen wir ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, hier auch aufräumen. Da steht immer noch, da ist jetzt noch Plastikabfall in einer Kiste drin und naja, aber so nach und nach wird hier aufgeräumt. Ne? Wer hier öfter mal bei uns ist, sonntags zu Besuch, der wird das vielleicht auch schon bemerkt haben, dass das immer ein Müh aufgeräumter ist. Vielleicht merkt ihr es auch nicht, keine Ahnung. Was ich davor gesagt habe, habe ich vergessen, also scheint es nicht so wichtig zu sein. Ich will mir jetzt den Stapler holen, eine alte Großpalette. Dann fahre ich da vorne an der Giebelseite von dem alten Stall. Denn da ganz oben auf dem Boden, da haben wir damals einen Futtersilo selber gebaut gehabt. Der ist schon zerlegt und da waren richtig schöne Platten dran, Siebdruck. Und die sind ja Gold wert, ne? Die hole ich runter, verkaufe die. Nein, die hole ich runter und die brauche ich. Ich weiß nur nicht, ob ich die alleine da runtergezobelt kriege. Ich versuche das jetzt gleich und wenn das nicht geht, dann warte ich, bis Vater wieder da ist oder ich rufe irgendjemanden an. Keine Ahnung, gelbe Seiten mal holen. Später. Da fällt mir noch was ein, was ich noch unbedingt noch sagen wollte. Machen wir mal eben aus, damit es nicht so laut ist. Ne? Was ich unbedingt noch erzählen wollte, ich habe heute Morgen alle Pakete fertig gepackt, alle offenen Bestellungen fertig gekriegt. Burkhard wird jetzt jeden Augenblick kommen, der Postbote holt die ab. Es tut mir leid, da waren ein paar bei, die haben schon ein paar Tage länger gewartet, ich glaube eine Woche jetzt. Aber es war leider nicht anders zu schaffen, tut mir leid. Und das wird im Herbst jetzt auch so sein, dass ich höchstwahrscheinlich maximal zweimal in der Woche packen und verschicken kann. Nicht, weil ich nicht anders wollte, sondern weil die Zeit das höchstwahrscheinlich nicht anders zulässt. Ich bin bemüht, das immer just in time zu machen, aber das klappt halt nicht immer. Ne? Also nur falls ihr jetzt euch gewundert haben solltet, warum ist denn mein Paket nach 3 Tagen nicht da, schaffe ich gerade aktuell nicht so ganz. Es kommt aber alles und es kommt alles gut und ja, kauft gerne ein, freut uns natürlich, hilft uns auch, aber das mit dem Versand, da ich das alleine packe, hoffe ich, dass ihr da Verständnis habt, wenn das mal 1-2 Tage länger dauert. So, das wollte ich noch gerne losgeworden sein und jetzt habe ich hier um die Ecke eine Palette gefunden. Die picken wir jetzt auf. Doa. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Auflagefläche, damit mir der Scheiß nicht runterfällt, wenn ich die Platten aus der Klappe da rausschiebe. Und dafür ist so eine Palette jetzt gar nicht so ganz blöd. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt richtig rankomme mit dem Stapler. Na, hallo? Gut.
Oskar, was ist da los? Was? Kommst du mit? Kannst du helfen? Ganz bestimmt. Oh, da! Mit einem neuen Elektroauto. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Junge, Junge, Junge. Aber die Schuhe sehen nicht nach Burkhardt aus. Das ist bestimmt jemand anderes. So, das ist Burkhardt, der junge Mann, der eure Pakete mal abholt. Moin! Und das ist das neue, der neue Autowagen von der Post hier, wa? Junge, 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 Junge. Da hast du aber richtig Platz in, ne? Ja, definitiv. Also ich gehe mal davon aus, es wird wohl irgendwas bei 4 Kubikmeter, wird das so sein. Ne? Das, was vorteilhaft ist, sind im Moment keine Radkästen, keine Schrägen mehr drin. Und schöne Höhe zum Packen hier auch. Ja, also Arbeitshöhe. Für mich ja. Für kleine Leute wird es interessant. Ja, gut. Irgendwas ist immer. Reden. Aber kannst du alle Seiten aufmachen? Ja. Ja, ne? Schiebetüren rechts, links. Geil. Und wie gesagt, die Klappe hier. Und hast du einen Augenblick Zeit, dann lackiere ich den um und lasse ihn hier. Hast du einen großen Aufkleber? Einen großen Aufkleber, ja. Ja, so große Aufkleber habe ich nicht. Darf ich mal vorne reingucken? Mach mal. Geil. Ist der Akku leer, der piept? Nee, halt ach so. Ja, kaputt gemacht. Ja, kaputt gemacht. Nice. So, könnte gehen. Könnte funktionieren. Schauen wir mal. Burkhardt ist gleich fertig mit Einpacken. Dann sind eure Pakete unterwegs. Und ich will jetzt mal gucken, ob ich die da irgendwie... Aber ich glaube, das geht alleine nicht. Ich will mir jetzt auch nicht wieder gleich den Rücken kaputt machen. Aber wir versuchen das. Versuch macht... Ach, scheiß auf Licht. Besuch macht... Versuch macht klug, ne? So. Treppe hoch. Hier, die dicken Kameldinger, oh, die kriege ich doch nie alleine. Scheiße, nee, die sind zu schwer. Schauen wir mal eben. Ich will das mal eben einmal anfassen, gucken, was passiert. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Ich fürchte, das wird nichts alleine. Oh Mann. Ja. Nee. Scheiße. Mistdreck, verfluchte Kacke. Muss ich irgendjemanden haben, der mit anfasst. Mann, ich brauche die Platten aber jetzt. Und nicht gestern, nicht morgen. Klappe auf. Ach, da könnte jemand, der helfen könnte. Dirk, hast du kurz Zeit, eben zu helfen? Ja, der Plan ist fast aufgegangen, aber nur fast. Scheiße, die sind alle runtergerutscht. Aber ist nicht schlimm, da ist nichts kaputt und alle sind unten, da wo sie hin sollten. Traumhaft. So, jetzt quäle ich mich hier durch, fahre ich mit Stapel an der Seite und dann ziehe ich sie mir auf eine Palette. Und dann tun wir so, als wäre nichts gewesen, ne? Ja, runterwerfen werde ich sie vielleicht auch alleine können.
So. Die müssen jetzt da rein. Und dann weiß ich, wie viel ich noch nachkaufen muss. Platten. Das muss jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so hinhauen. Bisschen Nachteil ist, da werde ich noch was machen müssen, dass das Filmfilm ist. Also sie sind beide Seiten glatt hier. Ja, das muss ich ausprobieren. Muss ich gucken, wie das damit einstreue, wie das hinhaut. Sonst muss ich es entweder anrauen oder was draufschrauben, so leisten. Aber das findet sich. Alles kein Problem. Alles besser, als jetzt alles neu zu kaufen. Die sind ja nun mal da, ne? Wir nehmen erstmal, was wir haben. So, ich muss mir jetzt mal eine reinwühlen. Dann kann ich es hinmessen und dann muss ich mir was zu sägen besorgen. Wahrscheinlich wird das aber erst morgen werden, weil, wenn Ina zurück ist, wollen wir auf der Weide noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal. Oh, ich bin gespannt. Mal gucken. Gar nicht mal so verkehrt und auch nicht so rutschig. Kann man gut drauf laufen. Oh, davon bräuchte ich jetzt noch ganz viele. Aber die gibt es im Moment nicht. Also zumindest nicht bei den Händlern hier ums Eck. Und selbst wenn es sie gibt, können sie nicht bezahlen. Das sind ja auch 21 mm Filmfilm. Keine Ahnung, also normale Seekiefer wollen sie ja schon knapp 15 Euro plus Steuer haben. So. Jetzt muss ich grübeln. Jetzt muss ich mal im Augenblick, eine Platte habe ich noch, leider nur eine, keine zwei. Mal einen Augenblick grübeln, wie ich weitermache. Vielleicht nehme ich die quer, dann sehe ich sie mir einmal ab. Mal gucken. Wer hätte das gedacht? Ich habe mir Säge geholt, Brett zum Anzeichnen, Zollstock, habe da gemessen, habe hier gemessen und stelle fest, die passen quer. Verdammte Scheiße. Die sind 1,50 mal 3. Aber das habe ich vorher nicht gewusst. Dafür gibt es aber ja Zollstücke, ne? Jetzt kann ich mir noch fast überlegen. Eigentlich ist das egal. Ne, die kommt da jetzt quer vor und dann gucken wir mal weiter. Oh, kannst du rumtelefonieren, kannst du lassen. Du kriegst ums Verrecken keine Platten. 3 Meter hat keiner. Gibt es nur Standard 2,50 mal 1,25 und die kosten dann auch noch ein Vermögen. Und einer teurer als der andere. Da kannst du auch alles vergessen in dieses Jahr. Mann, wie das nervt. So, jetzt hole ich mir den Zollstock nochmal einmal wieder. Und dann will ich das auch genau messen. Dann will ich jetzt auch keine Platte zu viel kaufen. Naja, vielleicht eine Platte zu viel. Hier steht noch mein Kaffee, der kann eben mitkommen. Von mir ist eine Platte zu viel, aber der ist auch gut. Die kosten Vermögen. Das ist bei knapp 15 Euro ein Quadratmeter jetzt für die Platten, die noch nicht mal so sind, wie ich sie haben will. Das ist nicht zu glauben, ehrlich. Ha, naja, gut. Also, das Kaffee trinken, Zollstock ausklappen und dann nochmal ganz genau überlegen, wie viel wir jetzt wirklich machen wollen. Und dann gucke ich gleich nochmal eben ins Lager, ins neue Kuhstall, was wir noch so rumliegen haben. Und dann wird entschieden, was wir machen. Gut, so. So, habe jetzt doch noch günstigere Platten gefunden und ein paar mehr bestellt. Die kann ich morgen Vormittag abholen. Und weil ich kein Material hatte, habe ich mit der Farbe angefangen. Ich hatte noch die Fassadenfarbe aus der Werkstatt. So, ich bin mir gerade noch unschlüssig, ob ich jetzt oben dann weiß mache oder ob ich das Grau durchziehe. Ich tendiere dazu, das Grau durchzuziehen. Scheiß drauf. Das soll nur einmal mit Farbe, dass es ein bisschen anständiger aussieht. Und jetzt guckt euch den Unterschied an, das ist gewaltig, ne? Das ist gewaltig. Das lohnt sich hier schon mit der Farbe. Aber für heute ist Schluss. Für heute reicht's. Na, wer errät, was es wird? Pause drücken, Kommentar schreiben. Bis morgen. Hui, moin. Mittwoch, 11. August. Ich habe mal eben hier aufgemacht. Das Gras ist zu hoch, die Ziegen schaffen nicht und die jetzt noch mal ein paar Stunden hier die Großen eben ein bisschen helfen und dann mache ich da vorne wieder zu, dann kommen sie wieder rüber. Aber die können hier mal ein bisschen fressen, da drüben haben sie alles abgenagt. Ist jetzt auch altes Gras, also das sollte kein Problem sein und besser als Heu jetzt. Schönes, frisches, leckeres Gras. Na, Jussi? Jussi wollte nur gerade schon wieder in den Ziegenstall, aber das passte jetzt nicht. Na, das sollst du auch lassen. Kollege, lass das sein. Kängurus sind gefüttert,
Wer weiß, da hüpft er gerade draußen rum. Die anderen beiden haben sich hinterm Zelt versteckt. Ich dachte eben, na, aber nein. Können wir noch mal ganz kurz hingehen. So, und dann mache ich eben Schlepper fertig, bind den Mängel hinter, dann will ich eben Holzplatten holen. Die habe ich gestern noch vorbestellt. Und die werden jetzt auch noch ein bisschen günstiger, Gott sei Dank. Könnt ihr das überhaupt sehen gegen die Sonne? Keine Ahnung. Aber von Tag zu Tag mutiger, die Kollegen. You see, die Hühner sollst du auch in Ruhe lassen. Junge, Junge, Junge. So, Mariechen geht's auch wieder besser. Die hatte ja Husten. Tierarzt war Montag nochmal wieder da. Und eigentlich soll das jetzt so gut sein. In 2 Wochen kommt er nochmal wieder zur Nachkontrolle. Aber sie hustet jetzt auch fast gar nicht mehr, Gott sei Dank. So. Und hier geht man eben zur Seite. Danke. Und Ronja hält die Backen. Da ist Ruhe im Zoo. So. Tür zu. Und dann geht's weiter im Text. Ne, Uschi? Oder was? Was? Such! Was? Such!
traumhaft. Sehr schön. So, freundliches Sockelgrau hier. Ich bin mir noch unschlüssig. Ich glaube, oben male ich weiß. Sonst wird das, glaube ich, doch zu grau. Auf jeden Fall habe ich das jetzt erstmal mit dem Grau sein lassen. Jetzt kommt erstmal dieser Bereich hier fertig. Eine Wand, eine Tür, Wand, Fenster. Schaffe ich alles gar nicht. Wird schon, oh, ist der Akku wieder alle, ey, Mann. So, der ist verschraubt. Da oben ging jetzt nur eine, aber das ist egal. Ist halt alles alt, man muss ein bisschen improvisieren können. Ne? Hier habe ich jetzt einen Anschlag für den Fensterrahmen. Das hält auch. So, jetzt kommt hier noch eine Latte hin. Und dann muss ich mir jetzt aber erstmal überlegen, wie ich das hier befestige. Eigentlich muss der ganze Scheiß noch runtergeflext werden. Das muss eigentlich weg, aber man kommt da so beschissen ran. Puh. Jetzt der Akku wirklich gleich alle. Das ist schon 20 von 9. Das ist die zweite Gesellschaft heute. Habe ich Hochführung gemacht. Habe ich mich wieder verhaspelt. Dreiviertel Stunde. Ich sollte nur eine halbe. Ja, die essen jetzt. Und trinken auch noch was. Die beiden finden auch kein Ende. Und ich will euch noch mal eben ganz kurz zeigen, bevor der Akku alles ist. Ich hoffe, das klappt noch schnell. Was ich jetzt bis jetzt geschafft habe. Da das alles alt ist und dadurch auch noch alles schief, habe ich hier einfach so ein bisschen rumgefuscht. Naja, ich fusche ja gerne. Die Scheibe haben wir schon mal vorgeputzt, die noch nicht ganz. Also gedacht ist das so, dass man dann hier, also Kinder zumindest hier durchgucken können, Frettchen beobachten, hier auch durchgucken können, Frettchen beobachten, ja genau, es kommt Frettchen. Hier, die habe ich schon gesehen, die Platte hier, die kommt morgen rein, dann kommt hier eine Tür rein für uns, dass wir rein und rauskommen. Und das hier wird das Reich der Frettchen. Hier kommt dann noch Spielzeug und ein Turm und, ne, ist klar, kommt alles. Aber erstmal, ja, sollte ich das bis Freitag schaffen, weil Freitagabend hole ich die. Ich bin gespannt. So, jetzt aber Kinder ins Bett bringen und dann gucken, wie lange das im Café noch geht. Duschen wäre auch nicht schlecht. Bis morgen. Honey, Donnerstag, Dumpi, 12. August. Honey, hallo. Thank you.
So, da sind wir jetzt auch mal richtig. Also, Getreideprobe. Aber bevor ich den Autowagen anmache, erzähle ich das eben. Das ist nicht so laut. Ich habe jetzt eben beim Roggen eine geholt und hier jetzt bei der Sommergerste. Sommergerste wird ein ganz mieser Ertrag. Ganz mieser Ertrag. Fürchte ich. Aber gut, ist wie es ist. So, ich will jetzt einmal eine Probe. Ich fahre damit zur Genossenschaft, die den auch kaufen werden. Wenn der Preis stimmt. Ja, da muss ich mal nachfragen. Und lass das da einmal messen. Damit es auch korrekt ist. Dann weiß ich 1% drauf und dann haben wir ungefähr das Ergebnis, was wir nachher auf dem Wagen haben. So, jetzt schnell dahin, das ist schon 11:30. Der Drescher kommt theoretisch schon bald, wenn ich nicht absage. Also wenn das jetzt hier irgendwie jenseits von Gut und Böse ist, dann müssen wir noch warten. Aber jetzt knallt die Sonne, der Wind ging gestern noch ein bisschen. Gestern hatten wir auch keinen Regen, aber sehr viel Morgentau heute. Ja, mal sehen. Also theoretisch könnte es jetzt in Kürze losgehen, wenn die Ergebnisse passen. Also, ihr werdet es jetzt im Anschluss gleich wissen. Ich brauche einen Moment, weil ich muss da jetzt erstmal hinfahren. Bis gleich. Der Autowagen nicht anspringen, was passiert. Geht das schon los? Ist doch warm. Mann, das ist alles zu nass. Scheiße. So, jetzt müssen Entscheidungen fallen. Der Wetterbericht ist nicht gut. Der Wetterbericht ist gar nicht gut die nächsten Tage. Morgen gibt es keine Drescher. Morgen wäre der optimale Tag. Morgen wäre der optimale Tag zum Dreschen gewesen. Kriegst du aber keinen Drescher mehr. Scheiß die Wand an, ey. Ich lasse den Drescher jetzt kommen, das hat keinen Zweck. Also der Roggen hatte gute Telefon. Der Roggen hatte gute 19 und die Gerste gute 18. So, Trocknung, Moment. Ja, eben eine Getreideprobe nach Schesel. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich bin gleich da. Also Sommergerste gute 18%, Roggen gute 19%. Wettervorhersage beschissen und das fängt bald an auszufallen. Und das kostet dann mehr als jetzt trocknen lassen. Trocknungskosten, wenn es über 19% ist, 1,50 €. Tagespreis Roggen 18,30 €. Scheiß drauf, es geht nicht anders. Das weiß ich dann irgendwann, ob das richtig war oder nicht. Aber jetzt Stand jetzt ist die einzig logische Schlussfolgerung zu sagen, komm, wir machen zumindest den einen Roggenstart, die 3,5 Hektar und die 7 Hektar Sommergerste runter. Wir fangen bei der Sommergerste an, die war ein bisschen trockener und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht und dann kann ich im Notfall nochmal vom anderen Roggenstart auch noch eine Probe ziehen. Da nochmal nachgucken, da hat der Drescherkutscher sicherlich ein Messgerät mit, dann nehme ich das wieder. Das ist auch egal jetzt, da kommt noch 0,5% jetzt sowieso nicht mehr an. Jo, so 11:45 Uhr. Ich schaffe wieder nichts heute. Ich schaffe wieder nichts. Ich muss den blöden Frettchenstall unbedingt fertig kriegen bis morgen. Habe ich morgen Vormittag Zeit? Kann ich jetzt noch mit gucken. Habe ich morgen Vormittag Termine? Kann da jemand mal eben in meinen Kalender gucken? Verdammt. Hui. Moin. Beziehungsweise klappert die Tür. Guten Abend. Ich stehe im Bullenstall. Warum, zeige ich euch gleich. Samstag. 14. Ist das der 14.? Jo, 14. August, 6:30 Uhr gleich. Wir machen Feierabend. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe 2 Tage nicht gefilmt. Bestimmt 2 Tage nicht gefilmt, ne? Aber irgendwie, oh, mir war einfach mal nach. Keine Kamera. Wir haben viel geschafft. Wir haben echt viel geschafft. Das eine oder andere hätte ich, ja, ärgert mich jetzt natürlich. Und hier kommt auch noch. Ärgert jetzt mich natürlich, dass ich es nicht gefilmt habe, aber irgendwie man, eine Auszeit muss auch mal sein. Also eine Auszeit von der Kamera. Ja, Getreide ist runter. Das haben wir jetzt verpasst. Aber Drescher könnt ihr da unten sehen. Ist derselbe Drescher, ist dieselbe Arbeit, nur ein anderer Schlag. Also von daher nicht so wild. Gerste,
ging los mit 18%. Der Rest hatte dann nachher 15, 8, knapp 16. Also alles in. Das war mir lieber als Stress, weil Freitag und heute sah das so aus, als wenn man keinen Drescher kriegen kann, weil alles ausgebucht war und ab Montag ist Regen angesagt. Jetzt habe ich eben Regenradar geguckt, jetzt ist morgen wahrscheinlich schon Regen, also am Sonntag. Deshalb bin ich unterm Strich, ist das alles richtig gelaufen, denke ich. Roggen ging los mit 19,6, irgendwie 19,5 und dann ging er runter bis 15,8. Also auch da, okay, Trocknungskosten haben wir ab 16%. Also ein Teil mussten wir halt jetzt das Trocknen bezahlen. Aber auch da, Tagespreis war beim Liefern 18,30 Euro beim Roggen. Ja, ist jetzt so. Kann ich nicht ändern, aber ich bin immer noch froh, dass das alles runter ist und dass es weg ist. Weil das haben wir auch andere Jahre schon gehabt, dann ging das gar nicht und dann fängt das an auszufallen und so und das ist alles scheiße. Und deshalb, ja, die Entscheidung ist so getroffen worden. Ich habe gesagt, runter damit und jetzt, wie gesagt, im Nachgang, ich bin froh, dass wir durch sind. Ein Jahr ist sowieso kein Jahr. So, Erträge, hatte ich ja schon gesagt, nicht so geil, ne? Immer irgendwo was bei 6 Tonnen rum. In anderen Jahren, der eine Roggenschlag hat 7 Tonnen gebracht, in anderen Jahren sind 8 die Regel, ne? Also, ja, auch das ist so, ein Jahr ist kein Jahr. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben hier im Bullshit ein bisschen Action gemacht, wir haben ein bisschen was getüdelt. Eben sagte ich ja schon, das könnte Regen geben. Sonntag und wenn es regnet, spielt sich das schlecht in der Sandkiste und deshalb habe ich mir was einfallen lassen. Völlig bescheuert eigentlich. Ich habe das schon im Chat mal gesagt, in den 90er Jahren, Ende 90er, kam diese Kuhkomfort auf und eine Dame, eine Beraterin hat damals immer gesagt, hier, ihr müsst mit Sand einstreuen, dann verdient ihr richtig Geld. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Ich habe das mal ausprobiert und ich drehe jetzt die Kamera mal um und wir haben hier Sand. Wir haben hier auf dem Futtertisch Sand. Das kam so, das hatte ich ja zwischendurch, als ich angefangen habe, habe ich ja gefilmt. Ich habe da ja einen Stall gebaut und der ist für Frettchen. Der ist auch fertig geworden und dann war ja der Trog da und wenn man sich da hinstellen will, reingucken will, was soll es da machen, habe ich da ein bisschen Pflastersand reingefüllt in den Trog. Und dann kam die blöde Idee, hier überall Pflastersand reinzukippen, dann können die Kinder hier spielen und das tun sie auch, also unsere und morgen vielleicht auch die Gäste, wenn sie dann möchten. Ja, wenn ich das raus haben will, dann schiebe ich hier zweimal mit dem Schlepper lang, dann ist es weg. Ne? Also das ist jetzt kein Hexenwerk und den Sand hatten wir eh liegen. So, und hier sind die Frettchen. Da ist Ronja, das ist kein Frettchen. Die hätte wohl gern Frettchen. Hier habe ich ja die alten Fenster eingebaut. Die Kinder haben fleißig geholfen hier beim Streichen. Das hat echt Spaß gemacht. Auch mit dem Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, jetzt filmen wir mal einfach nicht, sondern machen das zusammen hier fertig. Wie gesagt, das war schön. War auch ein bisschen stressig, aber war schön. So, im Moment schlafen sie alle. Wir haben 6 Frettchen. Die sind eigentlich alle da in der Hütte, glaube ich, die ich aus Restholz zusammengeschraubt habe. Ina hat dann heute noch einen Kratzbaum zusammengeschraubt, den haben sie richtig gefeiert. Den fanden sie auch geil. Oh, jetzt wird jemand wach. Das ist ein Bock, der da oben drauf liegt. Das ist ein Bock. Ja, und sehr reinlich. Die scheißen in die Ecke und in diese Ecke. Und ansonsten scheißen die gar nicht in den Stall. Eingestreut hier mit ein bisschen Sägespinne und Strohmehl. Zu fressen kriegen sie hier da Trockenfutter und dann kriegen sie alle 2 Tage, je nachdem, kriegen sie noch mal ein bisschen Nassfutter dazu. Das haben sie jetzt heute gerade gehabt. Die sind aber sehr genügsam. Also die überfressen sich auch nicht, sondern wenn sie Hunger haben, fressen sie und dann ist auch gut. Die werden nicht rund. Deshalb gibt es auch hier das Trockenfutter ad libitum. Wasser logischerweise auch, ne? Ist klar. Jo, so und wer mag, kann hier sonntags, solange das Corona noch zulässt, weil da wird es ja anscheinend in Kürze auch wieder ein Update geben. Eins, was uns wahrscheinlich nicht gefällt, aber wir werden sehen. Kann hier jeder gucken. Jo. Die Kleinen können von hier durchs Fenster gucken. Wir haben 2 davon. Wir haben heute schon mal einmal grob geputzt. Da müssen wir noch mal genau nachgehen. Hier oben sind noch Schlieren. Die Fenster standen ziemlich lange draußen. Einige Jahre standen die Fenster draußen. Aber man kann durchgucken. So, und das ist die Hauptsache. Hey, da ist jemand wach geworden. Moin. Spring mal hoch. Wir gehen die Tage da auch nochmal zusammen rein. Jetzt werden sie alle wieder wach, wa? Was ist los? Hier, also 6 Frettchen. Das ist aber nicht alles. Da kann niemand rein, außer wir
natürlich. Also ich mache hier das Gitter zu, da kommt auch noch ein Boden rein. Das haben wir alles nicht mehr geschafft. Hier stehen auch noch die Farben und so. Das kommt morgen zu und dann, da ist unsere Tür, aber die baue ich auch noch ein bisschen um. Da darf niemand rein, weil die können auch mal zwicken und ich möchte nicht, dass ein Kind gezwickt wird und sich erschrickt. Also aus dem Grunde lassen wir das. Hier haben wir aber noch Meerschweinchen und Mini-Hasen. Die kommen nachts immer in ihre Hütte. Falls sich hier immer doch eine Katze rein verirrt, dass wir hier kein Hackfleisch kriegen. Und tagsüber sind die hier in diesem ganzen Bereich hier, können die hier rumlaufen. Und dann machen wir das hier auf sonntags und dann kann jeder hier gucken und streicheln. Die sind noch nicht wirklich handzahm, also man kommt mal ran, aber die kommen jetzt nicht alle angelaufen. Also da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Aber unsere Kinder freuen sich schon da sehr. Es funktioniert super. Ja, auch da sind es 6 und 6. 6 Meerschweinchen und 6 Mini-Hasen. Aber die lassen wir jetzt in Ruhe hier Feierabend genießen, ne? So, Ronja versucht immer noch ein Frettchen zu kriegen. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, sorry, dass ich die letzten 2 Tage nicht gefilmt habe, aber wie gesagt, das ging jetzt einfach mal vor, für mich persönlich einfach mal zu sagen, die Kamera bleibt aus. Ich hatte sie zwar immer in der Tasche, aber ich habe sie nicht angeknipst und das ist dann mal so. Das wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche nochmal ähnlich sein, weil das ist die letzte Ferienwoche für die Kinder aus dem Kindergarten. Donnerstag geht der Kindergarten, glaube ich, wieder los und da wollen wir mit den Kindern nochmal ein bisschen, vielleicht nochmal hier einen Tagesausflug machen und ein bisschen spielen und sowas und da wird dann nicht so viel Zeit zum Filmen sein. Und dann geht es ja auch mit Kartoffeln schon in Kürze los, ne? Je nachdem, wann wir mal liefern dürfen. Also Prinzess könnten wir jetzt liefern. Mal schauen. Und im Online-Shop wird es demnächst dann auch wieder Kartoffeln geben. Da haben wir auch viele nachgefragt. Übrigens haben wir das Bratkartoffelgewürz, ist wieder da. Ist wieder vorrätig, endlich. Jo, also, für dieses Video war es das. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Wann, weiß ich jetzt noch nicht. Handy pimmelt schon. Wann weiß ich jetzt noch nicht, aber ihr werdet es gewahr. Also danke fürs Reingucken mal wieder. Wenn ihr morgen hier gewesen sein werdet, hoffe ich, habt ihr Spaß gehabt und wir haben uns gut unterhalten. Und ansonsten genießt den Tag. Wir sehen uns. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Fürsing! Ja. Ronja, was ist da? Was ist da los? Hey, warum bist du wach? Die schlafen alle. Schlaf weiter. Gute Nacht.